Ja, Leute, wir erwarten jetzt den Kurdi, der kommt jetzt mit seinem Dad. Das heißt, wir werden jetzt helfen, ihm seine Sachen hochzutragen und so, wie man es kennt unter Brüdern. Und jetzt sind wir vollkommen, wir sind vollzählig. Da vorne. Da vorne geht der. Hey! Digga, wer ist abgefuckt? Hallo? Geht's dir? Alles gut? Alles gut, alles gut? Rudi, alles hast gut? Du, hast du gesehen, Bruder? Hallo? Autofahrt ist behindert. Vor allem am Samstagabend. Ist gerade nicht was passiert ist, Leute. Die gehen nicht. Hallo? Hallo? Ja, ich habe mal eine Frage. Ja, ist das. Bin ich mit ADC verbunden, ist das richtig? Okay, ich habe mal eine Frage. Ich habe aus Versehen meinen Schlüssel im Auto gelassen und mein Auto ist zu. Ich komme nicht mal an den Schlüssel ran. Können Sie mir da irgendwie weiterhelfen? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ey, was ist das für ein stressiger Tag heute? Bevor ich mich vergesse. Ey, wie hohl kann ein Mensch sein und seinen Schlüssel im Auto lassen und die Tür dabei noch zumachen? Ich komme nicht mal meinen Schlüssel ran. Ich habe mich ausgesperrt. Scheiße. Fängt ja gut an. Herzlich willkommen in Berlin auf jeden Fall an der Stelle. Was geht ab? Ich hatte noch keine. Ey! Okay. Was geht ab, Leute? Gerne vom Start. Ich hatte mehr oder weniger keine vernünftige Sekunde gefunden, um mal eben kurz zu sagen, hallo, was geht ab? Eine Ankündigung kennt ihr ja. Wie ihr seht, ich bin gerade schon, weiß man das? Was machst du da? Ein ganzes Video. Ich bin gerade in Berlin. Bei den ich bin gerade, wie ihr sehen könnt, im Impact House bei den Jungs. Ich bin hier eingezogen. Hey, aber applaudieren. Ihr habt es auch schon mehr oder weniger mitbekommen. Viele haben diskutiert. Ey, der zieht jetzt ein, einer ist ausgezogen. Und ja, es stimmt wirklich, ich bin eingezogen. Ich werde jetzt bis November mit den Jungs zusammen wohnen. Es wird eine richtig fette Zeit. Omid ist gerade auch an der Kamera am Start, sagt mal hallo. Hart am Film. Guten Tag. Ihr werdet auf jeden Fall alle Leute hier mal kennenlernen. Ich wollte euch heute nur mal mehr oder weniger, kommt mal mit, mehr oder weniger so ein bisschen mein Zimmer zeigen. Das ist mein Zimmer. Ich habe mich gerade von meinem Vater verabschiedet und von meinem Bruder. Das war der geilste Stuhl. Das war nicht gerade so einfach. Ihr müsst überlegen, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Ich wohne nicht mehr zu Hause und das ist für mich so eine neue Ebene. Und ich bin wirklich jetzt, okay, jetzt auch mit den Jungs so auf mich alleine. Muss ich jetzt klarkommen, ich muss meine Sachen selber klären. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber ich weiß nicht mal, wie man Wäsche wascht. Aber das lernt man ja alles, dafür ist dieses Erwachsenenleben da. Ja, ich kann euch mal zeigen, was ich mitgenommen habe. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Mein Stuhl, ne, extra von Noblechair. Und hier ein paar Pullover. Warte, muss ich mal gucken, ob der. Mach mal den Schrank auf. Bruder, entweder. Das ist aber voll halt groß genug, um nach oben hinzukommen, oder? Komm her. Du gehst in den Schlitz rein. In den Schlitz? Guck mal, Bruder, so. Ah, auch nicht schlecht. Aber wie ist das Bett? Übrigens, das ist mein frischer Überzug. Wenn du den Bett machen willst, kannst du wegmachen, wie du magst. Bruder. Das ist so, als ob du auf einer Wolke liegen würdest. Wirklich, das Bett ist gut ersatz. Oh. Boah, das ist echt gut. Oh, ey, ich bin seit 9 Uhr wach. Ich bin seit 9 Uhr unterwegs. 5 Stunden hingefahren, hin und her. Das ist nicht mehr eben ganz einfach so. Ich kann nicht mehr eben so einfach nach Hause fahren, irgendwie was zu machen. Oh! Ich bin ein Impact-Mitglied jetzt, ab sofort, ab heute. Ich freue mich mal, wird eine geile Zeit. Es werden auf jeden Fall fette Sachen kommen. Ich zeig euch mal eben, was ich noch dabei habe. Genau, hier so ein paar. Was ist das, Bruder? Ist das für Shisha? Hier so Kohle drauflegen, kennst du das? Damit habe ich meinen Vater mal so abgeworfen. Also, nein, das ist hier von meinem Wäschekorb. Weißt du, Wäschekorb sind Schuhe von mir drin. Ich habe nicht viel mitgenommen. Mein Rechner ist das Wichtigste. Mehr brauche ich auch Klamotten. Nicht. Ja. Mehr brauche ich auch nicht. Hast du ein paar Handtücher und so? Ja, Handtücher habe ich alles, mein Mikrofon, mein Equipment. Und ihr habt es davon mitbekommen, was mir passiert ist. Das konnte man nicht übersehen. Ich habe meinen Schlüssel im Auto vergessen. Auto abgeschlossen. Aber wie dumm kann man sein, jetzt mal ehrlich, oder? Weiß ich nicht! Dienstag kommt um 16 Uhr so ein Roomtour-Video. Da zeige ich euch komplett alles hier. Wer welches Zimmer gehört, wer die Jungs sind, da zeige ich euch alles. Nein, unbedingt einschalten, ohne Scheiß. Diese Wohnung hier ist der Hammer. Und das Apartment ist schon richtig, ne? Apartment hier ist der Hammer. Loft lieber. Loft, das ist hier der Hammer. Mitten, Impact Loft. Oder? Mitten in Berlin, das ist hier der Hammer. Guck mal, allein dieses Wohnzimmer hier. Ey Jungs, da fällt mir ein, ich habe meine Shisha vergessen. Jungs, ich habe meine Shisha vergessen. Wir haben eine Shisha.
Bruder. Gute Zeiten. Ich frage mich erstmal, ob die Jungs Suju kamen. Lass mal gucken. Natürlich. Was ist das für eine Frage? Natürlich haben wir das. Du legst hier mit 5 Kanaten. Ich mag Suju. Ja, wo? Aber ich habe gerade die Verpackung nicht gesehen. Du hast sogar richtige Sorte geholt. Also mit den Jungs kann man auf jeden Fall zusammen wohnen. Das funktioniert! Das funktioniert! Warte, die Frage ist, kann man mit dir zusammen wohnen? Wenn man korrekt ist, geht immer. Heute gibt es Pesto alla Calabresa. Okay. Gerade aus dem Späti besorgt. Okay. Nochis. Okay. Hähnchen. Was hast du nochmal? Restaurant in Bielefeld, ne? Hatte ich Steakhouse, ja, vom Allerfeind. Wieso hatte ich? Essen nie vergessen. La Pampa Steakhouse und Tapas Bar. Ich würde sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen so mehr oder weniger an Kenntnis gesetzt. Was denn? Ihr redet, guckt der Bus an, wir kaufen für 9000 Euro, er will einen Bus kaufen. Ja? So, Jim. Ich habe vor, gute Videos zu machen. Nein! Digga, hättet ihr gedacht, dass ein fucking Bus nur 9.000 kostet? Jetzt mal ernsthaft. Lass den kaufen! Ganz ehrlich, lass den kaufen und daraus was Cooles machen. So eine Impact-Busmann. Wir können den anmalen, wie wir wollen. Mein Vater hat einen Lucky Flyer. Aber wer darf den Bahnhof? Digga, das ist der Battle Bus aus Fortnite. Lass den holen. Ey, das wird mir zu viel. Nein, nur einen guten Parkplatz dafür. Ja, ist ein bisschen schwer hier zu parken, wenn nicht mal normale Autos einen Parkplatz haben. Da wirst du nicht abgestellt. Halt die Fresse! Das ist doch Bushaltestelle! Was willst du jetzt? Da ist eine Bushaltestelle! Hab ich gesagt, du sollst Fresse halten oder nicht? Mann, da ist eine Bushaltestelle! Ich krieg diese Bushaltestelle! Ja, also wir versuchen einen Bus zu kaufen. Da sind auf jeden Fall die Jungs drauf. Also ich komme mit denen allen gut klar, das war immer sehr wichtig. Und ich hab, letztes Mal, wo ich hier war, hattet ihr diese Puppe nicht, ne? Mhm, die haben wir erst neu besorgt. Guck dich das mal, die haben einfach... Hast du schon mal ihre Nippel gesehen? Aber warum diese Maske? Guck mal, ohne die sieht aus wie Tiffany, deswegen. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt duschen und so weiter und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Ich habe gerade keinen Nerv dafür. Ich würde sagen, lass mal erstmal chillen. Nein, ich muss das machen. Ich habe gerade keinen Nerv für alles. Handtücher sind nicht von mir. Ich schwöre. Keine Handtücher, wer dich. Diese Küchenpapier. Küchenrolle. Die Küchenrolle ist nicht von mir. Handtücher. Mio, die ist nicht. Was willst du nicht mit sowas nach Ich stelle mir vor, wie er damit so aus der Dusche rauskommt. So mit dem ganzen Papier. Ah, Jungs, ich bin fertig, du kannst. So habe ich das in meiner Heimat gemacht. Kennt ihr nicht? Normal, Bruder. Ich packe jetzt erstmal mein Heiligtum aus. Du kennst ihn ja gar nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Chuuu, I feel like Suju. Bruder, der wiegt mehr als ich, Alter. Oh, was ein Mörder-PC. Aber schlecht. Er sagt, was ein Mörder-PC. Mehr Schein Design, würde ich mal sagen. Wie geht das? Miese Zeiten, Bruder. Irgendeiner von euch hat ein Auge gemacht. Ich schwöre. Das Haze unter dem Computer. Mann. 1080 Ti Jetstream. i7 8900K, nee, 8700K, Wasserkühlung, das ist ein Mörderding. Damit kannst du Pornos in 4K streamen, dir in 3D animieren lassen, alles. Oder nee, Spaß. Auf jeden Fall, Leute, mein Zimmer sieht noch aus, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre. Gutes Deutsch. Manchmal fehlen mir die deutschen Wörter, ich weiß auch nicht mehr. Das ist so meine Ecke. Das ist so meine Ecke, die jetzt ungefähr ein bisschen steht. An der Stelle muss ich eben. Promo machen, ihr kennt es ja von mir immer Werbung. Danke an AOC für diese zwei wunderschönen Monitore hier. Die haben mir hier so zwei fette Monitore geschickt. Das sind zwei fette Dinger, 27 Zoll. Danke an der Stelle dafür. Ich baller euch mal einen Link in die Beschreibung. Ich bin top zufrieden mit denen. Hier wird ab sofort Geschichte geschrieben und hier wird auch ein bisschen gehustelt. Hier wird auch mehr oder weniger. Hier werde ich auch meine Musik aufnehmen. Also ich habe hier krasse Sachen vor und ich muss jetzt weiter ein bisschen mein Zimmer aufräumen, meine Sachen irgendwo hin tun. Irgendwie zu Hause sah das irgendwie weniger aus, was ich mitgenommen habe, aber irgendwie ist das doch viel geworden. Auf jeden Fall, Leute, ich werde jetzt erstmal nochmal mein Zimmer komplett fertig aufbauen und wir sehen uns später wieder. So, Leute, ich mache jetzt mit den Jungs ein kurzes Ratespiel. Guck mal, hier hängen ja so ein paar Bilder, ne? So von euch. Ja, Mann. Hier ist noch eine Stelle, hier ist ein Platz frei, wo ist Jimmy so? Okay. Ja, er schneidet. Wer hier, ich habe hier was in der Hand. Das habe ich heute beim Aufräumen gefunden. Ich will das unbedingt aufhängen. Wer ist hier drauf? Sagen wir mal so. Dragon Ball. Son Gohan. Son Gohan, ich hätte auch Son Gohan. Ja, Son Gohan. Warum denkst du, weil ich ein Super Saiyan bin? Nein, okay, ich sag was anderes. Okay. Freezer. Selber. Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr denkt. Mr. Satan. Okay, der scheiß Computer. I feel like Suju. Rechne dir doch. Ja. Aber ey. Oh, nice, und Tupac und Biggie. Oh. Das ist auch so. Das ist kaputt. Killer. Das ist krass, Bruder. Auf jeden Fall, das sieht fett aus.
Da oder hier? Ja, da das oder so mittig. Was an das halt? Ey, das... Guck mal. Das ist mir locker vor 2 Jahren gekauft. Ich hab's nicht wiedergefunden. Heute beim Aufräumen habe ich das gefunden. Das poppt heftig. Schicksal. Das poppt, ne? Für dich, ne? Bro, das ist so. Achso, mir voll auf den Sack. Aber warte mal, ist das das für die Verlosung? Also, das habe ich mir jetzt gerade erstmal für die Verlosung. Cut.